Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Falls du neu hier bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähle von einem wahren Verbrechen und mache dabei mein Make-up, um mich von diesem Fall etwas zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal. Ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Den heutigen Fall kannte ich nicht, obwohl er bestimmt sehr stark durch die Presse gegangen ist. Ich bin eher durch Zufall darauf gestoßen, als ich nach Mord an Ostern gesucht habe. Tja, und dann stieß ich auf diese Tragödie und die ist leider kein Aprilscherz. Die Bilder zu diesem Fall sind etwas dürftig, leider. Da muss ich Bex nochmal meinen Dank aussprechen, denn er hat mir geholfen, noch ein paar mehr Fotos zu finden. Jetzt habe ich also einen Dealer. Ich wusste auch nicht, dass es dazu mal kommen würde, aber hier sind wir. Springen wir einfach mal rein. Andreas Häuser wurde im Jahr 1990 oder 1991 in Eisling geboren. Er hatte zwei ältere Schwestern, Ann-Christine, Chrissy, und Anne-Marie, die wurde Mimi genannt. Sein Vater war Hans-Jürgen Häuser, er war Heilpraktiker mit einer eigenen Praxis in dem Wohnhaus. Er wurde als etwas herrisch beschrieben. Seine Mutter Else war eine Lehrerin, sie wurde als attraktiv, witzig und herzlich beschrieben. Andreas wuchs in der kleinen Stadt Eisling auf, also die haben so ungefähr 20.000 Einwohner und die liegt in der Nähe von Stuttgart. Fast alle Einwohner dort sind recht gläubig und fleißig. So heißt es. Er war ein lieber Junge, er ging mit seiner Familie in die Kirche, engagierte sich wie der Rest seiner Familie sehr in der Gemeinde. Er trat dem DLRG bei und gab kleinen Kindern Schwimmunterricht, also lernte ihn das Schwimmen. In der Kirche war er ein Jugendleiter und im Schützenverein war er auch noch. In der Schule war er recht gut. Zuerst besuchte er die Realschule und wechselte dann aufs Wirtschaftsgymnasium. Seine Eltern waren auf all ihre Kinder sehr stolz. Die zwei Mädchen wollten ihrer Mutter nacheifern und ebenfalls Lehrerin werden. Andreas lernte auf der Realschule Frederik kennen und die beiden wechselten gemeinsam aufs Wirtschaftsgymnasium. Die beiden stellten ständig irgendwas an, kleine Jungenstreiche. Aber so harmlos, wie ihre Eltern das vermuteten, waren diese Streiche gar nicht. Andreas und Frederik waren zusammen im Schützenverein und verbrachten jede Minute miteinander. Jede freie Minute hingen die beiden aufeinander. Bei Andreas zu Hause hatten sie sogar einen gemeinsamen Schrank, also Kleiderschrank, wo ihre gemeinsamen Sachen drin waren. Frederik durfte auch mit Andreas Familie gemeinsam in den Urlaub nach Mallorca fliegen und sie hatten alle eine Menge Spaß. Die Familie mochte Frederik. Er hatte das Asperger-Syndrom oder er hat das Asperger-Syndrom. Das ist eine Form von Autismus. Und vielleicht war er dadurch ein bisschen schüchterner und introvertierter. Aber er war immer ein sehr freundlicher, lieber, netter Junge. Als kleiner Junge kümmerte Frederik sich um Tiere, die von Autos angefahren wurden. Das ist süß, ne? Wir kennen das ja immer nur anders, dass nicht so coole Kinder Tiere quälen, aber er nahm sie mit nach Hause und kümmerte sich um sie. Das fand ich wirklich sehr schön. Vor Andreas hatte Frederik keine Freunde. Niemanden. Er hatte noch nicht mal die falschen Freunde. Er war weder cool noch irgendwie auffällig und vielleicht fanden sie ihn einfach ein bisschen merkwürdig. Das kann sein. Pubertierende können aber auch echte Arschkrampen sein. Sorry, ist so, oder? Ich meine, ich war selber eine Edzko. Ich weiß, das glaubt man jetzt gar nicht. Frederik lernte im Mallorca-Urlaub ein Mädchen kennen. Die beiden tauschten Kontaktinformationen aus und sie chatteten die ganze Zeit. Aber Andreas war immer dabei. Also wenn die beiden Video chatteten, dann saß Andreas daneben und war halt anwesend. Und das fand sie schon ein bisschen komisch. Sie meinte auch, das ist ein bisschen, also es wirkt halt ein bisschen komisch, so als wärt ihr siamesische Zwillinge. In den Schützenverein, wo die beiden Mitglieder waren, brachen die beiden eines Nachts ein, stahlen mehrere Waffen und Munition. Niemand dachte, dass die beiden für den Einbruch verantwortlich wären. Andreas beschritt einen Teil vom Jakobsweg, er ging 650 Kilometer und hielt in der Schule darüber auch einen Vortrag. Als er volljährig wurde, also zu seinem 18. Geburtstag, schenkten seine Eltern ihm eine teure Uhr. Die durfte er sich vor Ort selber aussuchen. Auf der Rückfahrt stimmte sein Vater eine Rede an, dass die Ehe und Liebe was ganz, ganz Tolles wäre. Eine Kameradschaft fürs Leben, jemand, auf den man sich immer verlassen könnte. Aber für alles andere bezahlt man besser. Ach so,
Man lernt so viel in diesen Geschichten, das wusste ich noch gar nicht. Naja, aber ich bin ja auch noch nicht verheiratet, also woher soll ich das wissen? Naja, okay, also an seinem Geburtstag auf der Rückfahrt fuhr sein Vater mit ihm ins Bordell, damit er sich dort die Hörner abstoßen konnte. Aber Andreas wollte das nicht. Ist ja auch unangenehm, wenn der Vater dabei ist, ne? Also hat er jetzt aber auch nicht so richtig mitgedacht, Hans-Jürgen. Da war ein Denkfehler. Unangenehm. Einfach nur unangenehm. Sie fuhren also unverrichteter Dinge wieder nach Hause und das angeknackste Bild, was Andreas eh schon von seinem Vater hatte, knackste jetzt noch weiter. Er wusste jetzt, dass sein gläubiger Vater, mit dem er ja immer in die Kirche fuhr, regelmäßig Ehebruch beging und dafür ins Bordell fuhr. Diese Familie von Andreas, nun, das war so eine Familie, die an Weihnachten so eine Weihnachtsfamilienkarte mit Foto verschickte. Da drin schrieben sie, wie gesegnet sie seien mit ihrer tollen Familie und hoffen, dass jeder, der diese Karte liest, genauso glücklich und gesegnet war wie sie. Mhm, gesegnet, Ehebruch, gesegneter Ehebruch. Im Winter machte die Familie wohl regelmäßig einen Winterausflug, also sie gingen wandern, packten ihre Sachen zusammen, mieteten sich auf dem Berg eine Hütte und wanderten mit ihrem Gepäck auf dem Rücken nach oben. Sehr ambitioniert. Wäre nichts für mich. Doch bei dem letzten Aufstieg ging ein bisschen was schief. Sie verliefen sich und es wurde langsam dunkel und dadurch wurde dieser Aufstieg natürlich auch immer gefährlicher. Der Vater Hans-Jürgen fing an zu toben, zu schreien, zu meckern, zu fluchen. Also er schimpfte wie ein Kesselflicker. Doch sie schafften es zur Hütte und in der Hütte angekommen, machte Andreas das totale Fass auf. Er warf seinem Vater vor, dass er das Leben seiner gesamten Familie aufs Spiel gesetzt hätte. Er hatte auf die Rückendeckung von seinen Schwestern und von seiner Mutter gehofft, aber die fanden das wohl alles nicht so dramatisch. Ein bisschen mehr zum Vater. Hans-Jürgen hatte früher in Giesling ein Schmuddelädchen und wurde Porno-Hansi genannt. Danach zog er nach Eisling und wurde Heilpraktiker ohne Happy End. CDU-Mitglied war er wohl schon immer. Eine Zeugin sagte später aus, dass Hans-Jürgen sich als Familienoberhaupt sah. Er war der Bestimmer und Vollstrecker. Einmal gab es einen Streit. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Abendbrot oder so. Auf jeden Fall gab es einen Streit. Und bei diesem Streit zog er einer seiner Töchter an den Haaren über den Tisch. Mit einem Teil seiner Familie hatte er sich zerstritten oder mit Elses Familie, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall verbot er seinen Kindern und seiner Frau den Kontakt zu diesem Teil der Familie. Domina Hansi, manche Gewohnheiten legt man wohl nicht ab. Was genau der Grund war, warum nun das Fass überlief, weiß ich nicht. Es gibt Spekulationen, aber das sind nur Spekulationen. Am 9. April 2009, am Gründonnerstag, also heute genau vor 12 Jahren, verabredeten sich Andreas und Frederik. Andreas sollte bei Frederik schlafen. Die beiden hatten aber einen ganz anderen Plan. Andreas kam zum Abendessen rüber zu Frederiks Familie. Er war gut drauf und unterhielt sich fleißig mit den Eltern von Frederik. Nur Frederik war still, stiller als sonst. Die beiden Jungs verabschiedeten sich so gegen 21.30 Uhr, denn sie wollten noch in eine Bar gehen, in eine Tanzkneipe, um sich dort mit Andreas' Eltern zu treffen. Andreas war zu dieser Zeit 18 Jahre alt und Frederik 19. Die Jungs verließen gemeinsam das Haus von Frederik, aber Andreas wartete vor dem Haus noch eine Weile alleine. Und nach einer kurzen Zeit kam Frederik mit einem Karton dazu. Frederiks Mutter beobachtete die Szene und dachte sich oder sagte zu ihrem Mann, das ist komisch. Was haben die Bengel jetzt wieder vor? Ich sollte wohl hinterherfahren und nachsehen, dass sie nichts anstellen. Aber ihr Mann sagt, ach Ivo, das wird schon nichts passieren, die werden nichts anstellen. Außerdem haben wir schon Wein getrunken und wir können eh nicht mehr fahren. Also beließen sie es dabei. Was ist in dem Paket? Was ist in dem Paket? Konnte ich mir nicht verkneifen, es tut mir leid. Anspielung auf 7, falls es irgendjemand nicht gesehen hat. Diese Lausbuben hatten schon vor einer geraumen Zeit in ihre Realschule eingebrochen und dort einen Computer geklaut. Diesen wollten sie nun entsorgen. Sie gingen in ein Waldstück und schmissen den Computer in diesen Karton in den Bach. Danach gingen sie aber nicht in die Kneipe, wo Andreas' Eltern auf sie warteten. Nein, sie gingen zu Andreas nach Hause. Zu Hause waren seine Schwester Chrissy und Mimi. An Christine, also Chrissy, die ältere Schwester,
war bereits ausgezogen. Sie hatte einen Freund und sie studierte an der gleichen Hochschule, wie ihre Mutter studiert hatte. Also sie wollte ja auch Lehrerin werden und ging an die gleiche Schule. Sie wollte über die Osterfeiertage aber bei ihrer Familie bleiben. Annemarie, also Mimi, wohnte noch zu Hause, hatte aber auch schon einen Freund und studierte ebenfalls an der gleichen Hochschule Lehramt oder Pädagogik. Ich weiß es nicht mehr genau. Die beiden Mädchen saßen zusammen im Dachgeschoss des Hauses und schauten Fernsehen. Die zwei Jungs hatten ihre Kleidung gewechselt. Sie hatten sich Waffen und Munition aus ihrem Versteck geholt, eine Plastikflasche über den Pistolenlauf gestülpt als Schalldämpfer und dann ist Frederik voran ins Dachgeschosszimmer gegangen. Frederik erschoss die zwei Mädchen, Chrissy und Mimi, mit insgesamt 19 Schüssen. Eine der zwei Schwestern und ich weiß leider nicht welche, schrie noch ganz panisch, was soll der Scheiß? Aber dann hatte er auch sie schon erschossen. Frederik meinte nach den Schüssen, ich hab keinen Bock mehr. Woraufhin Andreas, sein bester Freund auf dieser ganzen Welt, ihn in den Arm nahm und mit den Worten, halt durch, es ist gleich vorbei, versuchte zu beruhigen. Ja, ja, es ist gleich vorbei, aber du hast auch niemanden erschossen. Sie ließen die Mädchen einfach dort liegen, wechselten ihre Kleidung und gingen dann in die Bar, wo Andreas Eltern waren. Dort setzten sie sich ganz locker zu ihnen an den Tisch und quatschten mit ihnen, so als wäre nichts passiert. So als hätten sie gerade nicht die zwei älteren Schwestern von Andreas umgebracht. Sie blieben dort für 30 bis 60 Minuten, lachten und quatschten mit den Eltern. Und ich muss sagen, diese Kaltblütigkeit, diese Kaltschnäuzigkeit, die macht mir wirklich Angst. Die Jungs fuhren wieder zu Andreas nach Hause, wechselten wieder ihre Kleidung und warteten darauf, dass Andreas Eltern wieder nach Hause kommen. Die Eltern kamen dann leider auch nach Hause. Ich meine, ja klar, wo sollten sie auch hin? Else ging erstmal auf Klo. Währenddessen hat Frederik, Hans-Jürgen, den Vater von Andreas, mit 8 Schüssen hingerichtet. Als Else vom Klo kam, erschoss er sie mit 3 Schüssen. Innerhalb von 3 Stunden haben sie 4 Menschen erschossen. Die Jungs wechselten wieder ihre Klamotten, sie sammelten alle Patronenhülsen auf, stopften alles zusammen in einem Plastikbeutel oder in einem Müllsack und versteckten den dann im Wald. Danach gingen die Jungs einfach zu Frederik nach Hause und legten sich schlafen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein Auge zu bekommen hätte, aber die Jungs waren so kaltschnäuzig, dass sie einfach ins Land der Träume gehuscht sind. Am nächsten Morgen sind sie dann sehr früh aufgestanden und Andreas hatte bereits Brötchen für die Familie zum Frühstück besorgt. Das wunderte die Mutter ein bisschen, dass die Jungs halt so früh aufgestanden sind. Das wunderte sie, sonst haben sie wohl bis in die Puppen geschlafen. Danach gingen die Jungs dann zu Andreas nach Hause, stiegen dort über die toten Familienmitglieder, riefen die Polizei und warteten vor dem Haus. Andreas saß auf dem Bordstein und weinte bitterlich. Er rief immer wieder, dass er den finden würde, der dafür verantwortlich war. Ja, dreh dich mal zur Seite, da sitzt er schon. Auch Frederik wirkte sehr betroffen. Die Sanitäter vor Ort kümmerten sich sehr herzlich um die zwei Jungs, die offensichtlich von dem Vierfachmord sehr traumatisiert waren. Die Jungs hatten das allerdings schon sehr lange geplant und immer wieder darüber gesprochen. Sie hatten sich einen Code dafür ausgedacht. Einen Code, den sie immer wieder fallen ließen, um sich gegenseitig daran zu erinnern. 5142. In der Schule, zu Hause, immer wieder riefen sie sich 5142 zu und freuten sich darüber, dass nur sie verstanden, wofür dieser Code stand. Doch die Polizei betrachtete die zwei Jungs schon bald in einem anderen Licht, denn am Tatort fehlten Einbruchsspuren. Wie sollte also ein Fremder sich Zutritt verschafft haben, die ganze Familie umbringen, nichts klauen, nichts beschädigen? Das war schon verdächtig. Die Polizei verhörte die Jungs und die Jungs verhielten sich halt auch verdächtig. Außerdem fand man bei ihnen Schmauchspuren, was total dämlich ist. Man weiß doch, dass man danach duscht. Frederik war der Erste, der einknickte und ein Geständnis ablegte. Man vermutete, dass Andreas einfach seine Familie leid hatte, keinen Bock mehr auf sie hatte und scharf aufs Erbe war. Also die waren jetzt nicht super reich, aber das Geld, was sie hatten, das wollte er wohl nicht noch mit seinen Schwestern teilen. Angeblich wollte er sich mit dem Geld und Frederik gemeinsam ein schönes Leben machen. Das ist aber nur eine Vermutung, denn zum eigentlichen Motiv äußerte sich keiner der beiden Jungs. Ich meine, sie machten Aussagen, Frederik zuerst und Andreas bestätigte alles, was Frederik gesagt hatte. Aber zum Motiv schwiegen sie. Jetzt stellt man sich natürlich auch die Frage, warum hat Andreas seine Familie dann nicht selbst umgebracht? Nun, das konnte er nicht. Deshalb hatte Frederik seinen allerbesten Freund auf diesem ganzen Planeten
darum gebeten, worum ein Freund einen niemals bitten würde. Also, falls dich ein Freund mal fragt, könntest du für mich den und den umbringen? Nein. Nein. Echte Freunde bitten einen nicht darum. Echte Freunde essen keinen Salat. Das Mädchen, was Frederik im Urlaub kennengelernt hatte, der schrieb er merkwürdige Nachrichten, die ihr allerdings erst viel zu spät wirklich merkwürdig erschienen. Er schrieb zum Beispiel, hey, was hast du gedacht, dass ich der eiskalte Killer bin, für den ich mich ausgebe? Danach schrieb er, du kannst nicht wollen, dass ich dir zeige, wie hart ich bin und zu was ich alles fähig bin. Und dann schrieb er, was du noch über mich wissen solltest, ich bin kein Pazifist. Ich glaube nicht an eine gerechte Welt. Die zwei Jungs saßen länger in Untersuchungshaft. Sie hatten also sehr viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was sie als Abschlusswort sagen wollten. Also der Moment, bevor das Gericht über das Urteil entscheidet. Andreas sagte, er hätte ein Jahr lang Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen, was er denn sagen möchte. Und es war wohl nicht genug Zeit, denn das, was er dann sagte, war ziemlich dumm und ziemlich realitätsfremd. Es tut mir leid, so viele Leben geändert oder in sie Eingriff genommen zu haben. Er hat kein Leben außer das von sich und das von Frederik geändert. Er hat 4 Leben genommen, nicht geändert, nicht darin eingegriffen, er hat sie beendet. Er entschied sich dazu, das Leben von seinem Vater Hans-Jürgen, von seiner Mutter Else, von seiner Schwester Ann-Christine und Ann-Marie zu beenden. Er entschied einfach, die sollen sterben. Das ist nicht ändern, das ist endgültig. Das ist nicht, oh, du wolltest Lehrerin werden, ich ändere das, du wirst jetzt Clown. Der Lehrer, der die Theatergruppe in der Schule leitete, sagte vor Gericht gegen Andreas aus. Er sagte, er war der beste Schauspielschüler, den er jemals in der Schule gesehen hat oder erleben durfte. Zitat, ich bin heute noch irgendwie stolz auf ihn. Also nicht auf seine Tat, sondern auf seine schauspielerischen Leistungen. Ich persönlich, also ich, finde das ein bisschen geschmacklos. Ich finde die Aussage vor Gericht, ja, geschmacklos. Der hat 4 Menschen umgebracht und dann kann man sowas wie Stolz äußern, auch wenn es nicht auf die Tat bezogen war. Ich weiß nicht. Oh ja, er ist so ein toller Schauspieler, er wäre fast mit 4-fach Mord davon gekommen. Stolz ist, finde ich, hier einfach der falsche Ausdruck. Vor Gericht sagten gut 30 Leute aus Eislingen aus, damit sich das Gericht ein besseres Bild über die Familie und die Familiendynamik machen konnte. Viele sahen sie als die typische Vorzeigefamilie, diese perfekte Familie, von der wir wissen, dass es sie ja gar nicht gibt. Die Familie unternahm sehr viel gemeinsam, waren gemeinsam sehr aktiv in der Gemeinde, wie in Sportverein oder Förderverein oder halt auch in der Kirche. Andreas war der Sunnyboy der Familie. Er war fleißig, engagiert, er war gut in der Schule, er kam sehr gut bei den Mädchen an, er brachte kleinen Kindern Schwimmen bei und engagierte sich auch in der Kirche. Andreas' Verteidigung war eher die Anklage an seinen Vater, also würde man es nicht besser wissen, hätte man denken können, dass Hans-Jürgen an diesem Moment vor Gericht stand als Angeklagter und nicht die 2 Jungs, die 4 Menschen umgebracht haben. Andreas beschrieb seinen Vater als Choleriker und herrschsüchtig. Haben wir ja schon festgestellt. Die Tatsache, dass diese vermeintlich heile Familie eine Lüge war und der Vater halt ständig Ehebruch beging, das war eine Sache, die konnte Andreas einfach nicht verkraften. Was eine total bescheuerte Aussage ist, weil zuerst ließ er ja seine 2 Schwestern umbringen. Wenn es der Vater gewesen wäre, warum hat er nicht nur seinen Vater erschossen oder erschießen lassen? Ich sage überhaupt nicht, dass sein Vater unschuldig gewesen wäre. Ich meine, ich war nicht dabei und ich weiß es nicht genau. Klar, kann es sein oder ist es sehr offensichtlich, dass er nun mal nicht dieser Vorzeigevater war. Immerhin war er hochchristlich, aber sprang regelmäßig ins Bordell. Aber ihr wisst ja, mit Religion bin ich da nicht so. Aber ich glaube, Ehebruch gehört immer noch zu den Sachen, die nicht okay sind. Also, Hans-Jürgen war ganz sicher kein Engel, aber auch nicht so ein Tyrann, dass man vor ihm nicht hätte einfach fliehen können, also ausziehen können. Ich meine, Andreas war volljährig. Er hätte es sicher aussuchen können, wo er hinzieht. Frederik schrieb seinem Anwalt aus dem Gefängnis einen Brief. Wir haben gedacht, das Leben sei wie ein Film. Während andere sich Filme angucken, haben wir diesen Film umgesetzt. Wie im Film. Ja. Andreas wurde am 31. März 2010 nach dem Erwachsenenstrafrecht
zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem wurde bei ihm noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was wohl dazu führt, dass er mit einer anschließenden Sicherheitsverwahrung rechnen kann. Frederick, der ja älter war, wurde allerdings nach dem Jugendstrafgesetz verurteilt. Bei ihm wurde die Entwicklungsstörung, das Asperger-Syndrom, berücksichtigt. Er bekam 10 Jahre Jugendhaft und ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Warum vermutete man also Gier als Grund? Nun, Andreas hatte einige Wochen vor der Tat die Vollmacht für ein Konto in der Schweiz erhalten, was ja eigentlich dagegen spricht. Er hatte also schon einen Zugriff auf einen Teil des Geldes. War er also so raffig, dass er alles wollte und am Ende gar nichts bekam? Bei Frederick fand man eine Wunschliste, die ihm wirklich traurig ist. Er wünschte sich Fallschirmsprünge, ein Auto, dass er mit dem Mädchen aus dem Urlaub zusammenkommt, was wahrscheinlich eher ohne diese Morde funktioniert hätte. Einen großen Fernseher, vernünftige Kleidung. Er wünschte sich einen Scharfschützenlehrgang, besser nicht, mein Freund, besser nicht. Und einen Bunker unter dem Haus. Das ist nie ein gutes Zeichen. Neben dieser Wunschliste fand man wieder den Code 5142. Also quasi hier die Liste und dann stand da groß 5142. Die Jungs waren wirklich die besten Freunde und sie sprachen immer sehr liebevoll voneinander, waren aber rein platonisch befreundet. Frederick hatte das erste Mal einen Freund und fühlte sich bei Andreas richtig angekommen. Während der Verhandlung tauschten sie keine Blicke aus. Oft musterte Frederick einfach nur den Boden und wenn er dann mal blinzelte, wusste seine Mutter, dass er noch am Leben war. So reglos saß er dort. Ich hoffe, die Eltern von Frederick haben ihm eine sehr gute Therapie besorgt, als er aus dem Gefängnis kam. Und ich hoffe für Frederick, dass er irgendwann wahre Freunde findet, die ihn nicht zum Mord anstiften. Andreas konnte seine Familie nicht selber umbringen. Und Frederick hatte wohl so große Angst davor, seinen besten Freund zu verlieren, dass er lieber 4 Menschen umgebracht hat. Andreas war einfach zu feige dafür und deshalb hat er seinen Freund darum gebeten. Frederick ist kein dummer Kerl. Okay, das mit dem Nichtduschen, das war schon ziemlich dumm, aber okay. Aber er hatte halt nur einen Freund und dieser eine Freund, ein Freund in seinem ganzen Leben, ja? Also es war wirklich, er hatte nur einen Menschen, außer seine Eltern. Und dieser eine Freund wollte von Frederick, dass er seine ganze Familie auslöscht. Ich persönlich halte beide Jungs für eiskalt und gefährlich. Obwohl Frederick alle 30 Schüsse abgab, also es waren 30 Schüsse, das ist schon, hat er nur 10 Jahre Jugendstrafanstalt bekommen. Einerseits denke ich mir halt, er wurde dazu genötigt, er wurde manipuliert, er wurde benutzt. Ich hätte mir eine Auflage gewünscht, dass er eine Therapie nach der Haftstrafe machen muss. Davon konnte ich jetzt aber leider nichts finden. Andreas, lebenslang, maximal 25 Jahre, aber eventuell mit anschließender Sicherheitsverwahrung und dies ja so Open End. Ich glaube, das Motiv wäre ausschlaggebend gewesen. Ich persönlich glaube, es war eine Mischung aus Mordlust und Geldgier. Ich glaube, er wollte insbesondere seinem Vater gegenüber Dominanz und Macht demonstrieren. Und seine Schwestern und seine Mutter, nun, die haben ihm in der Hütte ja nicht den Rücken gestärkt. Und vielleicht war das für Andreas schon genug. Das Geld wäre dann als Bonus obendrauf, was sehr widerwärtig ist. Also alles davon ist sehr widerwärtig. Was nehmen wir aus dieser Geschichte heute mit? Mamas und Papas, die ein komisches Bauchgefühl haben, lasst euch nicht beirren, vertraut eurem Bauchgefühl. Wenn ein Elternteil cholerisch ist, dann macht das manchen Kindern mehr zu schaffen als anderen. Versucht es dann nicht kleinzureden, nehmt das ernst und versucht es auszudiskutieren. Sagt bitte nicht sowas wie, ja, der, die ist halt so. Choleriker können sich das abgewöhnen. Sie bekommen aber selbst auch manchmal gar nicht ihre Wutausbrüche mit. Und wenn man sie damit konfrontiert, sind sie eher erschrocken von sich selber. Ein offener Austausch, ohne jemanden dabei bloßzustellen, hilft. Sprecht offen mit dieser cholerischen Person darüber, konfrontiert die Person allerdings bitte liebevoll damit. Man kann über diese Ausbrüche aber auch ein Tagebuch führen und das dann mit der Person gemeinsam besprechen und dann vielleicht auch Zeichen ausmachen, so, jetzt bist du gerade wieder ein bisschen laut oder ein bisschen, es ist gar nichts los, aber du drehst schon wieder durch. Denn ich glaube, niemand möchte ein unerträgliches Ekel sein. Lass mich gerne wissen, was du von dem Fall hältst und denkst du, dass die Haftstrafen angemessen sind? Glaubst du, Frederick braucht unbedingt die Therapie, also siehst du das so wie ich oder denkst du, ah nee, das war jetzt nur wegen Andreas? Bin ich gespannt. Das ist das Make-up. Ich hoffe, ihr erkennt, dass es mein Oster-Make-up sein soll. Grün und Gelb sind für mich so die klassischen Osterfarben. Das gelbe Nestchen mit dem grünen Stroh da drin und irgendwie auch ein bisschen Frühling. Weil jetzt ist Frühling.
Alle Produkte, die ich dafür verwendet habe, die schmeiße ich wieder in Bildform auf Instagram. Für diejenigen, die kein Instagram haben, können mich aber auch fragen. Ich beantworte jeden Kommentar. Ja, und dann würde ich das gegebenenfalls einfach reinschreiben. Ne? Also das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Aber meine Videobeschreibung ist eh schon so ellenlang. Und ja, naja, gut. Aber ich freue mich mal ganz doll, dass ihr so viele Kommentare schreibt und dass wir ein bisschen schnattern können. Das finde ich ganz schön. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Pass gut auf dich auf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Montag mit Margie Belard wünsche ich dir was.